Everything by the numbers and not a scratch on them. Hopefully every operation goes this well. Nope. Keine Beförderung, aber drei andere dafür. Du kriegst die Beförderung und zwar wirst du ganz klar das Schnellfeuer kriegen, genauso wie deine Kollegin. Du hast nun die Wahl zwischen Reparaturservos, sorgt mit zwei Gesundheitserholungen zu Beginn jeder Runde pro Schlacht, kann auf diese Weise bis zu 6 Gesundheit regeneriert werden. Oder Speichererweiterung ermöglicht zusätzliche Anwendung von heilender Nebelgranatwerfer und Annäherungsminenwerfer in jeder Mission und erhöht den Basismunitionsvorrat der Primärwaffe um 50%. Nimm das. Weil das da 2 Gesundheit pro Runde. Maximal 6. Nö. Du wurdest auch befördert. Hast nun die Wahl zwischen dichter Rauch oder Gefechtsdrogen. Ich werde sogar mal die Gefechtsdrogen nehmen. Weil ich glaube, unsere Hauptunterstützerin hat nicht die Gefechtsdrogen, sondern den dichten Rauch. Deswegen denke ich, dass das eine gute Idee ist. So. 17 Dünne Mann, Leichen, 24 Waffenfragmente. Das war's. Bisschen Geld für uns. Prima. Es wird jetzt so viel passieren. Das ist so unglaublich viel. Und wir haben endlich mal ein paar Leute, die einen hohen Rang haben. Es ist so schön. Es ist so schön. Glaubt ihr gar nicht. So, was machen wir? Haben wir noch was in der Gießerei, was wir machen können? Oh ja. Verbesserte Reparaturen. Geben wir einen Auftrag. Denke ich. Geben wir einen Auftrag? Wie sieht es hier aus? Einrichtung bauen. Die Werkstatt dauert noch 5 Tage. Mal kurz gucken. Ja doch, wir geben das in Auftrag, weil ich möchte es haben. So. Dauert wie lange? 14 Tage. Perfekt. Ich sehe da noch was. Ich möchte gern so ein Schiff haben. Ich hätte echt gern so ein Teil, einfach mal um es genutzt zu haben. Ich habe das, seitdem ich XCOM habe, noch nie verwendet. Deswegen, ich upgrade mal den Schiff jetzt schon. Dauert 4 Tage. Ne, dann warte ich noch. Schiff Laser dauert auch 4 Tage. Okay, dann wird erst noch einen Moment gewartet und wir scannen nach weiteren Aktivitäten. Verbesserte Pistole 2 ist abgeschlossen. Wir haben 60 Credits wiedergekommen und 8 Legierungen. Neue Projekte. Gucken jetzt doch mal. Das dauert immer noch 4 Tage. Dann machen wir weiter. Verbesserter Pulsbogen. 40 Credits zurückbekommen. Warum? Weil Werkstattrabatt. Wir haben so viele Werkstätten, die aneinander ihren Verbundbonus ausüben, dass wir so viel Geld zurückkriegen. Das ist echt enorm. Und das wird noch mehr werden. Wir machen weiter. Werkstatt ist in 4 Tagen fertig. Ist auch fertig. Schwerer Plasmawerfer. Neues Forschungsobjekt. Oh, da gibt es was zu lesen jetzt. Forschungsbericht, Codename Eisvogel, schwerer Plasmawerfer. Bei dem Versuch, die Leistung unserer bestehenden Plasmagewehre zu erhöhen, haben wir versucht, eine Testumgebung zu erschaffen, die das Sicherheitsrisiko minimiert, zugleich aber nicht unsere Fantasie einschränkt, wenn es um neue Entwicklungen geht. Diese logistischen Dinge hat die Technikabteilung sehr effektiv erledigt, sodass wir mit dem Prototypenbau weitermachen konnten. Obwohl wir viel Zeit damit verbrachten, das schwere Plasmagewehr der Aliens zu untersuchen, gab es immer noch viele Fragen zu seiner verbesserten Funktionsweise. Einen akzeptablen Energieverbrauch bei verbesserter Leistung zu bekommen, war keine leichte Aufgabe. Die erste Einschränkung bei der Leistungssteigerung war das höhere Gewicht durch eine größere Energiezelle. Das mag den rustikalen Alien-Soldaten nichts ausmachen, doch unsere Soldaten können eine bestimmte Menge an Ausrüstung tragen. Doch dann haben wir einen Mittelweg gefunden, indem wir die Energieverwaltung dahingehend änderten, dass sie die überschüssige Abwärme beim Feuern reduziert. Runterscrollen. Lass mich runterscrollen. Wo war ich? Da. Ich sollte allerdings noch erwähnen, dass Hitzestaus auch weiterhin ein Problem sind. Das sollte auch unseren Soldaten klar sein, bevor sie die Waffe mehrmals schnell hintereinander abfeuern. Nach erfolgreichen Versuchen mit unserem eigenen Prototypen sowie mit einer modifizierten Alienwaffe sind wir zuversichtlich, dass wir nicht nur die Waffen umbauen können, die wir erbeuten, sondern auch in der Lage sind, eigene herzustellen. Die körperlichen Einschränkungen gewöhnlicher Soldaten werden unwichtiger, wenn man etwa an unsere Mech-Kämpfer denkt, für die wir eine ausgewachsene Partikelstrahlwaffe bauen können. Und damit haben wir viele Sachen bekommen, die ziemlich, ziemlich cool sind. Nämlich einmal den schweren Plasmawerfer, damit hat Wendlin auch mal eine neue Waffe jetzt.
Das schwere Plasmagewehr nutzt ein Miniaturkraftwerk mit zusätzlicher Kühlung für eine entschieden höhere Feuergeschwindigkeit als alles, was wir jemals eingesetzt haben. Schiffplasma. Nachdem wir jetzt in der Lage sind, schwere Plasmawaffen herzustellen, könnten wir die Bewaffnung unseres Schiffs an diese Technologie anpassen und so die Feuerkraft drastisch erhöhen. Partikelkanone. Eine Variante unserer schweren Plasmawaffentechnologie ermöglicht den Bau eines stoßweise abgefeuerten Partikelstrahls, der bislang unvorstellbar konzentrierte Energiemengen transportiert. Die Hitzeableitung wäre für einen ungeschützten Soldaten extrem gefährlich. Ein Mech-Anzug jedoch kann die dafür nötigen Systeme mit Leichtigkeit tragen. Und jetzt haben wir schon wieder Wahl zwischen mehreren Sachen. Ich tendiere zur Legierungskanone. Dauert zwar genauso lange wie die Geistrüstung, aber die Legierungskanone wäre für unsere Sturmsoldaten toll. Die würden sich darüber freuen, auch wenn die das wahrscheinlich nicht benötigen. Aber ich möchte die Legierungskanone haben. Ich appreciate your efforts to support the research team, Commander. I've already put the new recruits to work in the lab. So, die Werkstatt ist in 3 Tagen fertig. Bedeutet, jetzt werde ich die anderen Sachen in Auftrag geben. Oh. Das Schiff Plasma können wir nicht in Auftrag geben. Weil wir keine Waffenfragmente haben. Das ist doof. Wenn wir keine Waffenfragmente haben, wie sieht es mit den anderen Sachen aus? Was haben wir hier noch für Aufträge offen? Ach, das da. Das interessiert auch keinen. Waffenfragmente. Ich sehe jede Menge... Oh. Wir haben jede Menge Illyrium, jede Menge Alien-Legierung, aber keine Waffenfragmente. Das ist blöd. Ich werde trotzdem mal die Wächterdrohnen in Auftrag geben. Hat Gründe. Wir könnten die Waffenfragmente nutzen, um den Schifflaser zu erforschen. Aber warum, wenn ich sowieso das Plasma gleich habe? Ach komm, egal, machen wir auch. So. Und jetzt wird es sehr, sehr viele Sachen geben. Ach, Aktivitäten scannen, ja. Die letzte Werkstatt ist fertig, wir kriegen 52 Credits zurück. Wir gucken mal kurz. We're always glad to have more help down here. Allesamt Verbundboni. Das ist enorm. Ich weiß nicht genau, wie hoch der Verbundbonus ist, ob es jetzt 10% Rabatt oder 7% Rabatt sind. Ist aber egal. Stellt euch mal vor, wir haben jetzt hier 2. Das sind viele. Das sind verdammt viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Verbundboni. Und wenn das tatsächlich 10% sind, würde das bedeuten, wir kriegen praktisch gesehen 100% Rabatt. Das wäre enorm. Wann können wir denn unseren Satellitennexus bauen, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben? Wenn wir denn da den Satellitennexus hinbauen, können wir die beiden hier abreißen und dann ist alles perfekt eigentlich. Aber nun erstmal weitermachen. Nach Aktivitäten scannen. Werkstattrabatt. Verbesserte Pistole ist abgeschlossen. Wir machen weiter. Die schwere Waffenplattform ist abgeschlossen. Wir machen weiter. Haben wir jetzt genug Geld? Nein, haben wir noch nicht. Okay, weiter scannen. Und damit haben wir unseren allerersten Firestorm fertig gebaut. Und das Ding ist cool. Es sieht nicht nur cool aus, es ist auch noch extrem stark. Wir machen weiter und können jetzt endlich... We've done some big things here, but I have to admit, my team and I are most proud of the work we put into the Firestorm. Wir können jetzt unseren Satellitennexus in Auftrag geben. 21 Tage. Und wenn das Ding fertig ist, können wir die beiden hier wegreißen und da andere Sachen für ihn bauen. Das ist sehr, sehr cool. Wie sieht der Gießerei aus? Haben wir noch ein paar Sachen übrig? Oh, wir können das Schiffdeckungsfeuer erforschen. Kostet 20 Credits. Ein paar Ingenieure. Macht nichts. Machen wir. The foundry is already warmed up. I'll make sure to notify you as soon as production is finished.
Ich habe ja gesagt, dass wir jetzt so viele Werkstätten haben, dass wir jetzt theoretisch 100% Rabatt kriegen. Das werden wir jetzt gleich mal sehen. Und zwar 61 Credits haben wir wieder bekommen. Ich weiß allerdings nicht, wie viel es gekostet hat, das in Auftrag zu geben. Egal, weitermachen. Die Wächterdrohne, die hat 40 Credits gekostet. Das weiß ich noch. Die hat 40 Credits gekostet, er hat 39 haben wir zurückgekriegt. Das heißt, wir haben letztendlich einen Credit dafür ausgegeben. Einen einzigen. Das ist cool. Weiter scannen. Der Schifflaser ist fertig. Der hat auch 50 gekostet, haben wir 49 zurückbekommen. Wir zahlen praktisch gesehen nichts mehr, was Credits angeht für die Gießereiprojekte. Das ist enorm. Oh, ich sehe da was. Mech-Nahkampf. Unsere Fortschritte in der schweren Rüstungstechnologie haben zur Verwendung besserer Stellmotoren und Stützkonstruktionen bei modulkinetischer Schlag geführt. Das soll den Kraftausstoß um 50% verstärken. Sehe ich das richtig, dass das den Nahkampfangriff des Mechs verstärkt? Dass der nicht mehr 12 Schaden macht, sondern 18? Das wäre cool. Oh ja, das will ich haben. We're certainly keeping the boys down in the foundry busy. Anfrage von Afrika läuft ab, das ist egal. C-Test kommt jetzt. Und es gab immer noch keine weitere Alien-Aktivität, wenn sie meinen. Ergebnis anzeigen. Oh, du bist begabt. Wir haben einen weiteren begabten Heavy. Das ist ja schön. Falls Wendelin mal verletzt sein sollte, bist du derjenige, der mitkommt dann. Als Alternative. Denke ich. Schön. Schön, schön, schön. Alles sehr, sehr erfreulich aktuell. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir müssen mal kurz hier, genau. Wir haben jetzt hier einen Firestorm mit Raketen. Das ist natürlich Quatsch. Wir brauchen EMP-Kanonen. Haben wir noch Geld dafür? EMP. Yep, können wir bauen. Prima, dann rüsten wir mal den Firestorm um. Und haben jetzt hier einen Firestorm mit EMP. Dann werden wir wahrscheinlich den Raven umverfrachten hierhin. Vermute ich mal, weil da noch keiner mit EMP ist. Und zwei der Firestorms, die noch gebaut werden, kommen dann woanders hin. Wir brauchen mehr Firestorms. Das steht fest. Okay, weiter scannen. Und wir kriegen wieder Rabatt. Enorm. Die Legionskanone ist abgeschlossen. Das ist fantastisch. Neues Forschungsprojekt. Forschungsbericht, Codename Säbelschnäbler. Das ist ein interessanter Name. Die Alien-Legierung haben sich als schwer zu bearbeiten erwiesen. Einige unserer theoretischen Verwendungsmöglichkeiten scheitern an der Mühe, die es macht, das Material maschinell zu verarbeiten oder zu schmieden. So bleiben uns nur wenige Optionen. Wir hielten die hohe Dichte der Legierung für die ideale Eigenschaft, um daraus Geschosse zu fertigen. Leider war das Material dermaßen dicht, dass es sich schon beim ersten Schuss auch durch den Lauf jeder Waffe fraß und dies unbrauchbar machte. Nach mehreren Fehlschlägen haben wir jetzt eine Beschichtung für die Läufe entwickelt, die bislang durchhält und schon mehrere hundert Schuss in unseren Experimenten überlebt hat. Nachdem die Legierungskanone, wie wir die Handfeuerwaffe nennen, nun einsatzbereit ist, konnten wir erste praktische Erfahrungen sammeln. Sie ähnelt vom Prinzip einer Schrotflinte, ist aber durch die spezielle Munition erheblich stärker und tödlicher. Tests an Dummy-10 aus ballistischem Gel erwiesen sich als nutzlos, da die Legierungsmunition sie komplett durchschlug. Trotz einer Durchschnittsdicke von etwa 2 Metern. Man kann sich vorstellen, dass diese Waffe eine ähnliche Wirkung bei jedem feindlichen Ziel, das unsere Truppen damit bekämpfen. Und damit haben wir die Legierungskanone. Wir haben einen Feuermechanismus entwickelt, der Splitter aus Alien-Legierung verschießt. Eine extrem mächtige Waffe mit vernichtender Wirkung auf geringe Schussweite. Mit zunehmender Distanz lässt die Treffergenauigkeit aber rapide nach. Ein neues Spielzeug für unsere Sturmsoldaten. Und nun werden wir Geistrüstung oder Erzengelrüstung? Ich weiß ja nicht. Ich habe mit der Geistrüstung ja schon angefangen gehabt. Aber wenn ich bedenke, dass ich eigentlich ein paar Soldaten die mimetische Haut geben möchte und ich mich vor kurzem darüber informiert habe, dass das nicht zusammen mit der Geistrüstung funktioniert, was ziemlich bescheuert ist, überlege ich, ob ich das jetzt sein lasse und erstmal die Erzengelrüstung erforsche. Das ist nämlich eine schwere Rüstung, das ist cool. Für Sturmsoldaten.
Und er kann fliegen so ein bisschen. Ich mache erstmal damit weiter. So, dann als nächstes kommt der Mech-Nahkampf. 99 Credits zurückbekommen. Tja, es ist fast wie geschenkt. Eigentlich ist es geschenkt. Neue Projekte, was können wir noch in der Gießerei machen? Nichts wirklich, weil wir kein Geld mehr haben. Ein Firestorm wurde umgerüstet, oder? Nein, dauert noch 4 Stunden. Okay, dann warten noch die 4 Stunden ab. So, Firestorm wurde umgerüstet. Der Raven darf nun dafür hier hin. Wir haben jetzt ja einen Firestorm hier und 4 Raven sollten zur Verteidigung ausreichen. Hoffentlich. Und wir scannen weiter oder bauen wir noch ein Raumschiff? Können wir noch ein... Guck mal kurz nach. Können wir noch einen Firestorm bauen? Nein, dafür fehlen uns die Flugcomputer aktuell. Die kosten aber auch echt nichts mehr. Wir brauchen allerdings... Ein Schiff wäre nicht schlecht. Ein Hover-Schiff wäre cool. Wie sieht es aus mit dem EMP? 73. Ja, dann geben wir nochmal einen EMP in Auftrag. Jetzt können wir kein Hover-Schiff mehr bauen. Das ist egal. EMP sind wichtiger. Und wir scannen weiter. Incoming Transmission. Und so schnell ist ein Monat rum. Was war in diesem Monat? Da waren, glaube ich, jetzt 2 Sachen. Abgesehen von dem Exort-Angriff. We are extremely impressed with the progress of the XCOM project thus far, Commander. Your recent results were beyond our expectations, and that is not a statement this council makes lightly. Ich würde sagen, die Aliens haben eigentlich keine Chance mehr, wenn ich mir das mal so angucke. Ja? Ja. Remember, we will be watching. 1. September 2015 und wir haben 1500 Credits, können jetzt mit Geld um uns schmeißen. Hier so ein bisschen und da so ein bisschen. 2 Firestorms sind gleich fertig, bedeutet wir können, nein, wobei, doch, können wir auch mal kurz, wir können schon mal, will ich die Hyperwellenverbindung jetzt bauen? Nein. Gründe. Ich weiß ja, was passiert, wenn das Ding fertig ist. Möchte ich noch nicht. Machen wir später. Stattdessen holen wir uns noch einen zweiten EMP für den nächsten Firestorm. Da. Wunderschön. Und jetzt können wir eigentlich uns mit Waffen eindecken. Boah, kostet das Ding viel. Ein so eine Legierungskanone. Schwerer Plasma. Boah, sind die Dinger teuer. Boah, sind die teuer. Die sind ja richtig teuer. Davon möchte ich auf jeden Fall 2 Stück haben. Boah, kostet das viel. 500 Credits. Eieiei. Dann möchte ich noch 2 Chitinpanzer haben. Die sind jetzt nicht so teuer. Dann eine Partikelkanone, ja. Bringen wir noch ein bisschen Geld zusammen. Für einen schweren Plasmawerfer. Und für eine Legierungskanone, ich weiß es nicht. Na, Moment. Ne, die Legierungskanone können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Dafür fehlt uns das Illyrium. Das ist schade. Aber verkraftbar, weil unsere Sturmsoldaten machen sowieso so abartig viel Schaden. Wow, das ist cool. Das ist verdammt cool. Und damit sind 2 Firestorms fertig. Und wir kriegen wieder jede Menge Rabatt und haben jetzt wieder über 500 Credits. Das ist enorm. Firestorms umrüsten auf die EMP-Kanone. Umrüsten auf die EMP-Kanone. Und dann schauen wir mal, was wir demnächst mit unseren Firestorms anrichten werden. Die müssen jetzt nämlich umverlegt werden. So, jetzt können wir die verschicken. Transfer nach Europa. Und ein weiterer Transfer nach Asien. Jetzt brauchen wir noch 2 Firestorms und haben wir auf jedem Kontinent einen. Das ist super. Es läuft gerade absolut perfekt. Ich
könnte theoretisch... Moment. Nee, hier. I appreciate your efforts to support the research team, Commander. I've already put the new recruits to work in the lab. Wir könnten unsere Scharfschützen hier mal verbessern. Und zwar mit der Tiefenwahrnehmung. Ich möchte gerne, dass sie die bekommt. Tiefenwahrnehmung und Muskelfaserdichte wäre extrem cool. Kostet 25 Meld. Generell sollte ich meinen Meld auch mal langsam nutzen. Das kostet effektiv gesehen gar nichts. Oder bringen die hyperreaktiven Pupillen mehr? Da bin ich mir jetzt unschlüssig, ob die hyperreaktiven Pupillen vielleicht mehr bringen. Ihr Wert plus 10 Zielgenauigkeit für jeden Schuss nach einem Fehlschuss. Das heißt, wenn sie mit dem Feldposten verfehlt, könnte sie dann mit dem normalen Schuss besser treffen? Ich möchte das da haben. Das da. Ach, kann ich mehrere Sachen auswählen? Oh, dann wird sie jetzt diejenige, die ganz viele Sachen bekommt. Mimetische Haut können wir uns nicht leisten. Außer ich lasse das weg. Dann können wir uns das leisten. Aber bei ihr die mimetische Haut ist eigentlich schwachsinnig. Ja, dann kriegt sie die Muskelfaserdichte und es bleibt dabei. Ja. Ja. Excellent. We'll begin prepping the candidate for surgery immediately. I will notify you when the genetic modification process is completed. Dann. Sturmsoldat oder Unterstützer mit mimetischer Haut wäre extrem cool. Ich meine, wir haben das Meld. Ich möchte es jetzt nutzen. Du hast keine Psi-Fähigkeiten, das haben wir ja schon mal festgestellt. Du kriegst jetzt die mimetische Haut. Ja. Thank you, Commander. I'll have the volunteer prepped and ready for surgery shortly. Ja, genau. Und jetzt scannen wir weiter. Verbesserte Reparaturen sind abgeschlossen. Haben wir mal vielleicht ein neues Projekt, eine Gießerei oder so? Nö. Der Rest interessiert mich gerade nicht und ist auch zu teuer, effektiv gesehen. Wie sieht's denn aus? Haben wir vielleicht ein bisschen Illyrium zurückbekommen? Können jetzt dadurch die Partikelkanone bauen? Da, die Legierungskanone, nicht Partikelkanone. Perfekt, wir können sie bauen. Zack. Oh wow, der nächste Auftrag wird ein Massaker. Incorporating meld into skin pigment, we've been able to create a chameleon-like effect for our soldiers. Reinforcement to the muscle and bone structures in the lower body will allow our soldiers to jump well beyond natural human capabilities. Und die Erzengel-Rüstung ist auch bald fertig. Oh ja. Neues Forschungsprojekt. Forschungsprojekt Codename Icarus. Wie sich herausgestellt hat, war unser früherer Optimismus bezüglich dieses Anzugs völlig berechtigt. Wir haben es geschafft, ein außerirdisches Antriebsmodul so weit zu miniaturisieren, dass es an einem schweren Schutzanzug passt. Auch wenn das Gewicht höher ist als bei den Schwebern, von denen die Attribute ursprünglich stammen, glauben wir, dass unsere Modifikationen die Effizienz des Systems sogar verbessert haben. Das Resultat ist, dass der Anzug es seinem Träger ermöglicht zu fliegen. Die Erzengel-Rüstung ist eine Kombination unserer schweren Rüstung und einer Miniaturflugkomponente, die ihr begrenzte Flugfähigkeiten verleiht. Sehr cool. Verbesserte Flug haben wir in der Gießerei. Wir glauben, dass wir die Miniaturflugkomponenten der Erzengel-Rüstung und der Hover-Schiffs so verbessern können, dass sich ihre Flugdauer deutlich erhöht. Interessant, soweit wir die Rüstung auch tatsächlich benutzen. Und wir können nichts erforschen, weil wir das Zeug dafür nicht haben. Ach je. Das ist schlecht. Oh, gut, dann müssen wir jetzt eigentlich schon weiter scannen, oder?
Oh mein Gott, es passiert nichts. Contact detected. Na also, geht doch. Da haben wir ein neues UFO. Und ich bin gespannt, was da jetzt passieren wird. Okay. Okay, also, wir haben ein paar neue Waffen, habe ich gehört. Und zwar einerseits für dich. Eine Partikelkanone. Wunderschön. Wie viel Schaden macht so eine Partikelkanone? 9 bis 11. Und 15 bis 17 Crit-Schaden. Wie sah es bei dem Ding aus? 6 bis 8. Wow, 9 bis 11 ist cool. Das ist viel. Dann haben wir ein Plasma-Präzisionsgewehr. Sehr cool. Des Weiteren bekommst du auch ein Plasma-Präzisionsgewehr. Du wirst nämlich mitkommen. Mit der Muskelfaserdichte dürftest du dann an sehr hohe Orte kommen können. Wobei, dann brauchst du den Skelettanzug eigentlich nicht mehr. Dann brauchst du den Skelettanzug nicht. Theoretisch. Wir gucken gleich mal, ob wir noch eine Rüstung zusammenschmieden können. Du hast die Waffe dabei. Warum eigentlich? Warum hast du nicht die da? Das ergibt mehr Sinn. Dann noch eine Waffe für Wendelin. Bitteschön. Und eine für dich. Ich will nicht wissen, wie viel Schaden du mit dem Teil machst. 8 bis 10. 20% Crit-Schaden. Wie sah es bei dem Ding aus? 5 bis 7. Ui, das ist... Das ist eine ordentliche Erhöhung. Eindeutig. Haben wir noch genug Geld für... eine Titanrüstung? Nein? Da. Ich glaube nicht. Nein. Nein, uns fehlt das Illyrium für die Erzengelrüstung und für die Titanrüstung. Aber nach dem folgenden Einsatz haben wir definitiv genug. Dann brauchen wir nur noch etwas Geld, was wir noch haben. Dann können wir entweder zwei Titanrüstungen oder eine Erzengelrüstung bauen. Und wenn der Satellitennexus fertig ist, kriegen wir ja auch nochmal Geld wieder. Aber ich würde sagen, die Folgen sind nun rum. Wir haben hier unser Einsatzteam für den nächsten Einsatz. Außer ich überlege es mal wieder spontan anders. Kennt man ja von mir. Wir sind vollständig mit Plasmarüstung ausgestattet. Und ich sehe gerade noch was ich ändern möchte. Da. Einmal das. Du kriegst keine Granate, sondern den Pulsbogen. Ich überlege dir sogar einen Chitinpanzer zu geben, aber ich glaube, das macht nicht so viel Sinn. Ich bin begeistert. Sehr, sehr schön. Ich bin sehr zufrieden. Und ich würde mal sagen, jetzt sind wir auch wirklich durch. Auch wenn ich nicht so sicher bin, ob ich dir nicht eine andere Rüstung geben sollte. Ich meine, durch diese Rüstung könnte... Durch den Splatteranzug kann sie halt weiterlaufen und hat 10 Verteidigung mehr, allerdings dadurch weniger Leben. Aber dadurch, dass sie den Chitinpanzer hat, sollte sich das ausgleichen. Ich hoffe, das passt. Du hattest die Hattest du das nicht? Ah nee, es hat die andere. Die mimetische Haut. Okay, du hast die mimetische Haut nicht, aber du brauchst die Erfahrung eigentlich. Ich muss noch mal kurz was gucken. Du hast schon den maximalen Rang erreicht. Okay, dann wird doch nicht sie, sondern sie mitkommen. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt draus wird. Oh ja, ich freue mich auf den nächsten Einsatz. Ich hoffe, ihr auch, denn die Folge ist nun rum. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Part XCOM Enemy Within. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.